Ich sehe mich nach deinen Männern in Tavar und Abessa um. Rüste dich aber vorher gut aus. Eine innere Stimme sagt mir, dass es Ärger geben wird. Gerade die Outlaws sind unberechenbar. Mach dich also auf einiges gefasst. Wie kann ich die Weltenherzen finden? Wie gesagt, eines ist in der Wüste von Tavar und eines im Hochland von Abessa. Halt in der Wüste nach einer Oase Ausschau. Um das Weltenherz in Abessa zu finden, halt dich einfach südlich der Kuppelstadt. Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Ich bin bei Thorgal im Norden gewesen. Hat er die Situation im Griff? Ist das Weltenherz noch intakt? Das Weltenherz steht. Wie lange, weiß ich nicht. Was soll diese Antwort? Ich habe ihm doch einen Setzer zur Seite gestellt. Den kannst du von der Liste streichen. Ich will verdammt sein. Gerade die Landesgrenze zu Abessa galt als sicher. Stattdessen darf ich mich jetzt auch noch mit diesem Problem rumschlagen. In jedem Fall danke ich dir, dass du mir Bericht erstattet hast. Nimm dies als Entschädigung. Tja, ein wenig Geld auf jeden Fall und Erfahrung, was es uns die Kassen spült. Nicht zu verachten, definitiv nicht. Der Außenposten in Tavar wurde von den Outlaws attackiert. Diese verfluchten Maden, wie können sie es wagen? Nimm's mir nicht persönlich, aber der Großteil von ihnen ist weniger wert als Dreck. Wie steht es um unser Weltenherz? Zerstört. Und unsere Männer? Alle tot. Alle tot. Niemand hat überlebt. Das wird der Duke büßen. Er wird diesen Sieg mit Blut bezahlen. Sobald die Zeit es zulässt, werde ich ein paar Kämpfer entsenden und ihm meine Antwort wissen lassen. Dafür, dass ich nun Bescheid weiß, hast du dir ein paar Splitter verdient. Du kannst sie sicher gut gebrauchen, um deine Vorräte wieder aufzustocken. Das waren alle Lageberichte. Ja, und auch wenn die Schwierigkeiten offensichtlich sind, halte ich an unserem Vorhaben fest. Auf kurz oder lang werden wir dieser Welt ein neues Gesicht geben. Sie wird sich unserer Stärke beugen oder untergehen. Tja, das ist ein großes Bestreben. Mal sehen, wie weit wir kommen. Dann berichten wir doch nochmal Duras, dass wir zu ihm gehalten haben. Lass den Unfug. Ja. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Ein tapferer Krieger. Das ist es, was du für mich bist. Wir werden sehen. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Okay, ich bin dabei. Also gut, dann los. Interessant. Ja. Also, noch gut Freund. So. Machen wir denn jetzt? Erstmal Punkte verteilen, würde ich sagen. Wir haben ja ein bisschen was bekommen. Und zwar brauchen wir Intelligenz 50, ne? Oder wie waren das? Muss ich mal die Skills gucken. Was wollte ich denn lernen? Das hier, ne? Attribut wollten wir lernen. Gut, dann 5 auf Intelligenz, wenn das geht, irgendwie. Tja, hat genau gereicht. Scheiße. Dann brauchen wir jetzt einen Persönlichkeitslehrer. Handwerkslehrer. Da, Sinder ist Persönlichkeitslehrer. Dann gehen wir mal zu Sinder. Kümmern wir uns ein wenig um die Ausrüstung, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Wie viel brauchen wir eigentlich noch für den nächsten Level? Ich meine, wir hatten jetzt gerade einen Level up, aber... Oh, wir sind Level 10! Juhu! Mahlzeit! Eine Setzerin. Die setzen sich alle. So. Hier war doch Sinn da, ne? Steck ja nichts ein. Ah, falsche Hütte. Entschuldigung, hab mich verlaufen. Davon kann ich mir auch nichts kaufen. Echt? Warte. Ich höre ja so einiges.
Ach, die hat eine Armbrust, wie gesagt, hat die eine Knarre? Ich denke, das kann man so stehen lassen. Ja, kann man so stehen lassen, ja. Sinda? Hallo? Moin. Bring mir etwas bei. Natürlich. Und zwar Attribut. Jo. Danke sehr. Ich sollte mal was trinken. Kleinen Moment. Ich muss auch unbedingt was mit dem Headset machen. Das hat so ein Lederschutz, dass man sich nicht die Birne wehtut. Aber da ist der Einsatz ab, also der Einsatz, das kann man so austauschen. Und da ist das Leder abgebröckelt, weil das jetzt schon in die Jahre gekommen ist. Und jetzt habe ich das Ersatzstück, was ich noch da hatte, ausgetauscht. Das passt nicht so ganz auf den Kopf. Das macht Kopfschmerzen nach einer Weile. Ich mal gucken, was ich damit mache. Oh, verdammte Technik. Ja, ja, mecker nicht. Achso, ich wollte mal gucken wegen... Okay, das zählt nicht für... bereits erhaltene Level. Gehen mal zur Schmiede, wenn man die jetzt auch war, hier hinten irgendwo. Ich hoffe, ich finde den richtigen Weg. Hoppala. So, gucken, dass wir Ausdauer ein bisschen hochkriegen. Bessere Rüstung, bessere Waffen wäre echt nicht verkehrt. War doch irgendwo was zum Schmieden, oder? Da oben, ne? So. Pfeile, okay. Auf dem Zeug. Werkbank. Stücken kleiner Bonusresistenzen, Bonuserfahrung bei Quests, natürlich auch hilfreich. Modifizieren sind wir noch zu doof, zu wie es aussieht. Kann ich so einen Stein aufwerten? Geht das? Ich glaube, das geht, ne? Da fehlt noch was. Kleiner grüner Stein. Bonusschaden. Hopp, roter Stein. Ja. Kann ich die Steine kaufen? Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Nee. Schade. Anleitung. Kann ich nicht nehmen, weil zu viele Leute. Hoppala. Au. Das war nicht so gesund. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Yo. Okay. Nun. Ist ja doof.
Weiß bloß nicht, ob ich die Dinger aus den Sockeln wieder rauskriege, unbestraft. Nicht, dass sie kaputt gehen. Ring der Geschicklichkeit. Flügel 15, habe ich nicht. Goldschmiede brauchst du doof für. Kleiner grüner Stein. Bonuserfahrung Monster 3. Bonuserfahrung Quests. Adjutor. Waffen. Kann ich nicht benutzen. Ich habe Waffen und ich kann sie alle nicht benutzen, weil ich zu blöd dafür bin. Breitschwert fehlt mir einmal Stärke. Hat der so einen Ring der Stärke oder so was? Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Nee. Brauche unbedingt eine neue Waffe, die ein bisschen mehr Aua macht, aber... Zu wenig Ausdauer für das Ding. Tja. Was haben wir denn aktuell ausgerüstet? Das Beil, ne? Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ja, da musst du aber mit leben. Rostige Axt. Ich glaube, die hat aber keinen Sockel gehabt, ne? Ne, der hat keinen Sockel. Dann basteln wir das mal in den Adjutor, wenn das geht. Bonusresistenzen. Ich das falsch. Ja, das ist schon drin. Okay. Jetzt aus? 3 von 4. Nun, ich glaube, ich hatte beim letzten Mal den Adjutor schon was eingebastelt. Sockel einsetzen. Grüner Stein. So, mehr Erfahrung. Auseinanderschrauben. Schlachten modifizieren. Können wir das Ding modifizieren? Nee. Gewisse Artefakte. Ja. Technik! Ja. Waffen aufrüsten. Das beherrschen wir. Sockel einsetzen auch. Hacken. Hacken. Das könnten wir lernen.
Bergbau noch nicht, weil fehlen die nötigen Punkte. Man kann zweimal. Klauen könnten wir mal lernen. Wir haben noch 3 Lernpunkte. Handwerkslehrer. Wir lernen nochmal Schlösser knacken und so. Damit wir ein bisschen mehr an Zeug kommen. Wer ist denn Handwerkslehrer von den Herren und Damen? Technik! Kampflehrer. Tja. Haben wir gar keinen, ne? Überlebenslehrer? Vielleicht in der Wüste? Outlaw-Lehrer. Persönlichkeitslehrer? Ach doch, Alrik. Wo war der nochmal? Ich such den immer. Der war... Gott. Da hinten irgendwo. Hier sind wir komplett falsch. Scheiße. Moin. Ich würde mich auf die Prügelei in der Kneipe einlassen, aber wir haben beim letzten Mal schon so derb auf die Schnauze bekommen. Hallo, mein Freund. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Schlösser knacken. Und klauen. Schleichen mit. Taschenhüse beginnen. Aber pass auf, dass sich keiner sieht. Goldschmied. Ja, warum nicht? Tada! So. Schleichen, während andere dich beobachten, ist ziemlich sinnlos. Ja, ich wollte es mal testen. Nichts mitnehmen, okay. Schleichen, während andere dich beobachten, ist ziemlich sinnlos. Okay. Wir gehen mal zu dem Werkstattfritzen. Hui, wollte ich sagen, und traf die Taste nicht. Er springt nicht mehr, doch jetzt. Mal gucken, ob ich vielleicht mir einen Ring machen kann oder ein Amulett als Goldschmied. Der ich ja jetzt bin. Und der uns ein bisschen Stärke gibt oder so. Dazu brauchen wir allerdings wahrscheinlich auch ein Rezept. Was uns wahrscheinlich auch fehlt. Mal gucken.
Moin. Ach, Leute hier. Geht wohl nie schlafen, wa? Ring der Geschicklichkeit. Flügel, ja. Amulett des Banditen. Das macht jetzt was? Ach da. Clown plus 1. Schlösserknacken plus 1. Wissen wir sowas schon? Nee, ne? 1500 Elixit in der Herstellung. Goldschmied haben wir gelernt. 10 Goldbrocken. Dietrich. Gut, das ist der Wert. Ne, jetzt sind die Zutaten. Elixit ist unser Geld. Haben wir schon irgendwas in der Form angelegt? Ich guck mal lieber nach. Bevor ich jetzt das Ding bastle. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ja. Ich ärgere. Amulett des Abenteurers. Schlösserknacken. Das haben wir schon, das Amulett des Dieges. Ring des Berserkers. Härte. Angriffsstärke, ja, aber nicht Stärke an sich, ne? Ja, guck mal, ob wir irgendwas zerlegen können. Herstellen. Also Ringe zerlegen ist nicht, ne? Okay, ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal. Gerne noch eine Kleinigkeit testen und dann moderiere ich mal ab. Wahrscheinlich geht das jetzt alles furchtbar in die Hose. So wie immer. Ups, was war das denn? Schleichen kannst du dir sparen. Echt? Meinst du? Das Schleichen kannst du dir sparen. Oh. Das Schleichen kannst du dir sparen. Schade, dass er die ganze Zeit da rumsitzt. Naja, ich wollte mal gucken, was er in der Tasche hat. So. Dann wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Doch lieber nur ein Stündchen, weil, wie gesagt, Stimme und auch das Herz drückt auf den Kopf. Muss mir was einfallen lassen. Ja. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Teilt das Video, freut mich und hilft mir. Um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr mir folgen. Alles Wichtige zu mir und zum Video in der Videoinfo verlinkt. Kurz mehr anzeigen, klicken, habt ihr alles, was ihr braucht. Wenn dann noch Fragen offen sein sollten, haut mir was in die Kommentare. Ich beantworte die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen natürlich. Ja, um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr mir folgen. Ja, ein Glöckchen nicht vergessen, weil YouTube aktuell. Ja, hab ich noch was vergessen? Nö, ich glaube nicht. Ansonsten sehen und oder hören wir uns bei der nächsten Runde Elix oder gerne auch bei anderen Projekten. Wie immer euch eine schöne Zeit. Bis dato, reingehauen.